machst du denn hier? Komm, leg das Messer weg. Ich bin das nicht. Hallo? Oh, hallo, Kommissar, kommst du? Haben Sie etwas Neues herausgefunden? Wie? Sie hören auf zu ermitteln? Sie hören auf? Das kann ich nicht verstehen. Wieso? Sie sind die Polizei. Sie haben eine Pflicht, mir zu helfen. Nein, ich verstehe das nicht. Auf gar keinen Fall. Polizei, mein Freund und Helfer. Wissen Sie was? Ich scheiße auf Ihre Hilfe. Ich habe sie seit dem Unfall erst einmal gesprochen. Ich habe sie neulich im Krankenhaus besucht. Geht schon viel besser. Aber die Ärzte meinen, sie muss noch mindestens eine Woche drin bleiben. Naja, wenigstens geht es bergauf. Ich warte seit dem Unfall keine ruhige Minute mehr. Ich habe mich ständig angerufen. Geht es ihr besser? Wie geht es ihr heute? Was macht sie? Weiß ich auch. Aber aus Afrika kann er echt nicht viel tun. Ich meine, ich habe ja neulich mit ihm telefoniert und er meinte, seine Firma braucht ihn da schon. Schau mal, Papa. Ich kann auch morgen leider nicht ändern. Hallo? Oh. Hm, verstehe. Nee, ist gerade ganz schlecht. Ach so. Okay, ich bin in einer Viertelstunde da. Okay, in einer Viertelstunde. Bye. Wer war denn das? Du, ist egal. Ich muss los, okay? Okay, wir sind noch mal? Ja, super. Okay. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Muss ich das nur selbst in die Hand nehmen. Was machst du denn hier? Bist du nicht die beste Freundin meiner Schwester, Selina, oder? Ja, ganz genau. Ja, ich wollte einfach nochmal herkommen. Ich kann das überhaupt nicht glauben, dass die Polizei den Fall nicht weiterverfolgen will. Genau deswegen bin ich auch hier. Die wollen mir alle nicht helfen. Wenn die Polizei nicht helfen will, dann muss ich es halt selbst in die Hand nehmen. Deswegen bin ich hergekommen. Vielleicht finde ich ja irgendetwas. Warte mal. Kann ich dir vielleicht helfen? Bitte. Ich kann hier nicht so einfach tatenlos rumstehen und nichts tun. Es war schließlich meine beste Freundin. Du denkst, dass es dir weiterhilft? Okay. Komm doch erstmal mit rein. Ich bin wieder wirklich los. Denkst du, dass wir hier drin was finden werden? Ja, ich hoffe. Was ist das alles? Hm. Schulden? Schulden? Anastasia von Mondhals. Wegen mehreren tausend Euro. Das ist vielleicht Gerichtsverfahren. Warte mal, guck mal da. Da steht eine Nummer. Bitte melden Sie sich bei Anastasia. Soll ich mal anrufen? Ruf an. Vielleicht hilft sie uns ja weiter. Von Hohenfels, guten Tag. Guten Tag, Frau Hohenfels. Mein Name ist Selina Hubertus. Ich bin eine gute Freundin von Nora Steiner. Aha. Okay. In 20 Minuten auf einem Anwesen. Frau von Hohenfels? Was gibt es? Wir hätten da mal eine ganz einfache Frage an Sie. Ich hoffe, es geht schnell, denn ich habe nämlich noch was vor. Es geht sogar sehr schnell, und zwar waren wir in Noras Wohnung und haben das hier gefunden. Sagt Ihnen das was? Natürlich sagt mir das was. Die dumme Göre hat sich 10.000 Euro von mir geliehen und sie immer noch nicht zurückgezahlt. Das Geld ist schon längst verplant und sie zahlt es mir nicht zurück. Ich habe sie im Vertrauen geliehen. Okay, danke schön. Eine letzte Frage. Was haben Sie in der Nacht vom 25. zum 26. August getan? Natürlich geschlafen. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Bist du da irgendwelche Zeugen?
Nein, ich schlafe alleine. Okay. Glauben Sie mir etwa nicht? Doch. Ja. An Ihrer Stelle würde ich mir mal Ihr fragwürdiges Umfeld ansehen. Was meint Sie? Ja. Ihre Kifferfreunde. Was für Kifferfreunde? Ich weiß, ja. Dankeschön. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja. Ich hatte die wohin? Komm mit. Ist ganz eingebildet, oder? Ja, das kann ich aber auch leisten. Meinst du, dass sie was an dem Mord von Oran zu tun hat? Was auf Hohenstein? Sie ist doch viel zu dumm, um auf ein Messer zu halten. Ja, da hast du recht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich Nora bei Frau von Hohenfeld so viel Geld geliehen hatte. Wie viel war es nochmal genau? 10.000 Euro. Ja, dafür wird es auch ihre Gründe gehabt haben, ey. Guck mal, das sind die Jungs. Das sind die Freunde meiner Schwester? Ja, denke ich mir. Ich war noch nie mit. Okay. Wir können ja einfach mal fragen gehen. Du meinst, das ist immer so. Naja, was wollt ihr hier? Sag das oder was? Ich wollte uns bei dem Boot verpfeifen oder was? Ey, wenn ihr das macht, könnt ihr gleich wieder abhauen. Nein, ich will was ganz anderes. Ja, was wollt ihr sagen? Glaubst du das nicht? Nein, ich wollte euch jetzt alles stellen. Kennst du dieses Mädchen? Sag mal. Ja, sag mir nicht. Aber Jolly kennst du besser. Die kommt hier auch vorbei. Ja, die kommt auch vorbei. Das ist nicht normal. Doch, echt ordentlich. Das ist schön, dass ich tot ist, oder? Ja, nee. Und was ist das? Komm. Hat er gesagt, dass Jolly, du hast einen Jolly. Kennst du die besser? Ja, was ist Jolly? Ich kann sie wissen. Alter, die kennt Jolly nicht? Ey, Tino, die kennt Jolly nicht, Alter. Oh Gott, ey, du bist auch wieder rot, warte. Ey, nur für die Unwissenden und auch. Jolly ist die beste Freundin von uns allen. Geht einfach darunter, da werdet ihr sie schon finden. Er kennt sie auch. Ja. Hey, danke. Dave! Meinst du wirklich, dass dies da ist? Ich meine, guck mal, die ist total zu. Hey, weißt du was? Meine Schwester wurde ermordet und ich tue alles, um diesen Mord aufzuklären. Auch wenn ich zu dieser Jolly gehen muss. Ich werde jetzt hingehen und werde dich befragen. Und du kannst gerne mitkommen, du hast jetzt die Wahl. Ja, ich komme mit. Ich bin mit dem Mann. Was wollt ihr denn hier? Sind Sie Jolly? Was siehst du mich? Pass mal auf. Kleine, komm mir nicht dumm her. Wir sind nur aus einem einzigen Grund hier. Aus dem Grund, aus dem sie alle hier sind? Nein, wir wollen wissen, ob du eine Nora kennst. Kenn ich nicht. Sicher, das ist Nora? Noch nie gesehen. Ach komm, gibst du kennst sie. Du bist denn ganz schlau. Gibst du hast sie umgebracht. Und wenn du nicht sofort mit der Sprache rausrückst, dann schwöre ich dir, dann rufe ich die Polizei. Und so schnell kommst du mit deinem Zeug hier nicht weg. Pass auf, ich habe sie nicht umgebracht. Ich habe sie nur gesehen, wenn sie neues Zeug brauchte. Aber das mit den Drohungen scheint ja bei euch in der Familie zu liegen. Was soll das denn jetzt heißen? Naja, soweit ich weiß, hatte sie ein paar Probleme mit Igor. Igor? Wer ist jetzt Igor? Lenk nicht ab, du hast sie umgebracht! Mein Gott, ist sie immer so langsam? Aber für dich scheint es ein bisschen cleverer zu sein. Igor ist jemand, mit dem ich kenne. Also hat er sie umgebracht? Wenn will ich ihn umbringen? Dieses Dreckschwein, wo kann ich ihn finden? Damit tust du mir einen großen Gefallen. Er wohnt gleich in der Nähe. In der Villa. Du kannst sie gar nicht übersehen. Ich bring ihn um, dieses Dreckschwein, dieses habe ich das jetzt auch nicht gemeint. Verlaufen. Wir wissen, was für ein Spiel du spielst. Du hast meine Schwester Nora umgebracht. Spiel?
könnte Lebens sein Spiel. Ich gewinne wie mich. Verliere wie dich. Du kleines! Komm in nicht dunkel, Gürtel. Wir wollen nicht, dass noch einmal zu schauen kommt. Ey, lass ihn in Ruhe, ja? Ich weiß, dass du Nora umgebracht hast. Gib's zu? Zugeben? Selbst wenn ich sie getötet hätte. Oder getötet habe. Dann würde ich das doch wohl nicht zugeben, oder? Also hast du sie doch getötet. Ich würde Nora doch nicht töten. Nur weil sie gesagt hat, sie würde mich bei den Bullen verpfeifen, wenn ich ihr kein Zeug umsonst gebe. Wie kannst du es wagen, so bei meiner Schwester zu? Wenn du kleine Güte bist, sonst bleibe ich dir da scheiß schön. Was noch Todesanzeige von Nora Steiner? Aufgegeben. Ah! Dr. Wissen Sie was? Ich hab die Zeit noch schon gelesen. Scheiße, Momo! Sie können zurück haben. Nee, danke, ist schon okay. Mit der müsste ich mal wirklich reden. Bella! Kommen Sie doch einfach am Dienstag um 10 Uhr. Okay, dann tschüss. Herein. Schönen guten Tag. Guten Morgen, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich hoffe. Mein Name ist Selina Hubertus. Sie kennen sicherlich diese Todesannonce, oder? Also, Sie haben sie aufgegeben, oder? Ja, warum interessiert Sie das? Nora Steiner war meine beste Freundin. Was tut das denn für Sie? Naja, wie Sie vielleicht schon wissen, dass die Polizei den Fall aufgegeben hat. Und nun ermitteln Sie nun nicht weiter. Und wir wollen natürlich wissen, wer der Mörder von Nora ist. Und nehmen das eben selbst in die Hand. Und vielleicht können Sie mir helfen. Es tut mir leid, aber wie Sie wissen, unterliege ich der Schweigepflicht. Ja, das weiß ich schon, aber vielleicht, naja, ich war doch Ihre beste Freundin. Vielleicht könnten Sie dort eine Ausnahme machen. Also gut. Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke schön. Okay. Wie denken Sie denn, könnte ich Ihnen weiterhelfen? Naja, also war Nora vielleicht öfters hier? Ja, sie war einige Male bei mir. In der letzten Zeit kam sie immer häufiger. Mhm. Hatte das irgendwelche bestimmten Gründe? Sie machte sich große Sorgen, auch weil ihre Mutter diesen schlimmen Unfall erlitt. Ja, davon wusste ich. Wenn das wenigstens ihre einzige Sorge gewesen wäre. Wieso ihre einzige Sorge? Hatte Ihnen Nora davon noch nie etwas erzählt? Was meinen Sie? Ihre Schwester Pia leidet unter einer Krankheit. Zumindest besteht der Verdacht, dissoziative Identitätsstörung. Umgangssprachlich wird es als gespaltene Persönlichkeit bezeichnet. Und wie wirkt sich das aus? Na, kurz gesagt, die Krankheit macht, dass man zwei Persönlichkeiten hat. Wo und wann man die Persönlichkeit ändert, ist nicht voraussehbar. Außerdem weiß die eine Persönlichkeit absolut nichts von der anderen. Charaktereigenschaften sind so unterschiedlich wie zwei verschiedene Menschen. Und kriegen die nichts voneinander mit irgendwie? Nein, die Menschen verändern ja nicht beobachtet ihren Zustand. Zumindest häufig. Mehr kann ich Ihnen dazu leider nicht sagen. Ich muss hier außerdem jetzt bitten zu gehen. Ich habe noch einen Termin. Ja, kein Problem. Okay. Also, wie gesagt, vielen Dank und ja, Sie haben mir wirklich weitergeholfen. Okay. Tschüss. Tschüss. Nora Schwester leidet unter einer Krankheit. Gespaltene Persönlichkeit. Du warst es. Aber
Problem weicht die eine Persönlichkeit absolut nicht von der anderen. Wie zwei verschiedene Menschen.